Hallo und herzlich willkommen auf lyrainer.de. Schauen wir uns nun Übungen an, wie ihr sie zum Beispiel auf dem Arbeitsblatt bei uns auf der Homepage findet, zum Thema Logarithmus. Schauen wir uns die erste Aufgabe an, log zur Basis 2 von 0,25. Bevor man so eine Aufgabe angeht, muss man sich erstmal nochmal diese allgemeine Regel klar werden. Das heißt, wenn es heißt, log zur Basis b von a ist irgendeine Zahl, die wir suchen, in diesem Fall x, dann muss ich also suchen, welcher Exponent passt gerade zu dieser Gleichung a hoch x gleich b. Das heißt, in unserem Fall würde es heißen 0,5, also 2 hoch x gleich 0,5. Das heißt, wir suchen irgendeine Zweierpotenz, die gerade diese Gleichung löst. Nun kann ich die 0,25 als 1 Viertel schreiben. Und die 1 Viertel kann ich ja schreiben, weil es ja als Kehrbruch dann 1 Viertel ist 4 hoch minus 1 oder 2 hoch minus 2. Ja, weil 1 durch 2 mal 2 ist 1 durch 2 hoch 2 ist 2 hoch minus 2. Und dann sehe ich schon die Lösung. 2 hoch x ist 2 hoch minus 2. Das heißt, diese minus 2 muss natürlich genau das gleiche sein wie dieses x. Das heißt, unsere Lösung ist minus 2. Schauen wir uns das nächste an. Log zur Basis 3 von 81. Hier gehen wir genauso vor. 3 hoch x ist 81. Das heißt, wie viele Male muss ich die 3 mit sich selbst multiplizieren, damit ich 81 bekomme? Wir wissen ja, 9 mal 9 ist 81. Das ist 3 mal 3 mal 3 mal 3. Das heißt, 3 mal 3 mal 3 mal 3. 9 mal 9 ist 81. Nun, ich habe es 4 mal mit sich selbst multipliziert, das heißt 3 hoch 4. Schon weiß ich, das x muss also 4 sein. Beim nächsten ist es nicht mehr ganz so einfach, weil wir hier keine Zahl haben, bei der es schön aufgeht. Naja, man kann nicht direkt sehen, 3 hoch was ergibt jetzt 14. 3 hoch 2 wäre 9. 3 hoch 3 ist schon 27, also irgendwo zwischen 2 und 3 muss unsere Lösung liegen. Wenn wir so eine Gleichung haben, die kommen wir auf den exakten Wert ohne Taschenrechner, schaffen wir das nicht. Aber man kann einfach auf beiden Seiten den Log machen. Praktischerweise nimmt man, wenn man den allgemeinen Log nimmt oder den Taschenrechner ausrechnen möchte, immer den zur Basis 10. Und kann auf beiden Seiten schreiben, da steht dann hier Log zur Basis 10 von 3 hoch x ist gleich log zur Basis 10 von 14. Das heißt, ich muss ihn auf beiden Seiten anwenden und jetzt kennen wir dieses Gesetz, dass man beim Logarithmus den Exponenten nach vorne schieben darf. Das heißt, es steht dann da, x mal log zur Basis 10 von 3 ist gleich log zur Basis 10 von 14. Und jetzt muss ich nur noch durch log von 3 teilen. Dann habe ich die Lösung x ist dann log zur Basis 10 von 14 durch log zur Basis 10 von 3. Und wenn wir jetzt einen Taschenrechner hätten, können wir das ausrechnen. Allerdings, wenn es nicht das Hilfsmittel mitgegeben ist, reicht es auch so, die Lösung so hinzuschreiben. Das nächste, 3 hoch x gleich 243, da ist es wieder ein bisschen einfacher, weil es tatsächlich eine glatte Zahl ergibt. 3 mal 3 mal 3 mal 3, das haben wir hier schon gehabt, das ist 81. Wenn wir 81 mal 3 nehmen, ja, 80 mal 3 ist 240, 1 mal 3 ist 3, ist tatsächlich 243. Das heißt, ich muss einfach nochmal mit 3 multiplizieren und ich sehe, es ist 3 hoch 5. Das heißt, hier ist klar, x muss in diesem Fall 5 sein. Schauen wir die nächste Aufgabe an hier. Log zur Basis 3 von 1 Neuntel ist sowas ähnliches, das was wir hier schon hatten. Die Frage ist, 3 hoch x ist 1 Neuntel. Nun, 1 Neuntel kann ich wieder genauso wie hier auch schreiben, als 1 durch 3 mal 3 oder 1 durch 3 ins Quadrat. Und dann mache ich wieder die Schreibweise mit den negativen Exponenten, 3 hoch minus 2. Und jetzt sehe ich schon, x ist minus 2. Also muss gemäß der Regel die Lösung minus 2 sein. Das nächste ist auch eine interessante Frage. 10
hoch was ist 1 Million? 10 hoch x ist 1 Million. Wenn wir es mal anschauen, 10 mal 10 ist 100, mal 10 ist 1000, mal 10 ist 10.000, dann 100.000, dann 1 Million. Das heißt, wir haben 10, 6 mal sich selber multipliziert, das ist 10 hoch 6. Das sehe ich hier, x muss dann natürlich 6 sein. Das letzte Beispiel, da geht es in die andere Richtung, 10 hoch was ist 0,00001. Das kann ich jetzt machen, indem ich das Ganze hier als Bruch schreibe. 10 hoch x. Nun, das ist ein Zehntel, ein Hundertstel, ein Tausendstel, ein Zehntausendstel, ein Hunderttausendstel. Und jetzt kann ich wieder genau den gleichen Trick anwenden wie hier oben. 100.000 ist 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Wäre 10 hoch 5. Also 1 durch 10 hoch 5. Das wiederum umgeschrieben wäre 10 hoch minus 5. Und schon sehe ich unsere Lösung. Das x muss also gerade minus 5 sein. Ihr seht also, man muss immer ein bisschen nachdenken. Meistens ist es eine gerade Zahl, die sich dann mit der Schreibweise in den negativen Exponenten rausfinden lässt. Oder einfach nur zum Abzählen, wie oft man die Zahlen mit sich selbst multiplizieren muss, wenn es nicht geht. Müsst ihr den Log auf beiden Seiten machen und bekommt dann mit der Taschenrechner die exakte Lösung. Das war's dann also. Schaut doch mal auf der Homepage www.lorella.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.